Jetzt die aktuelle Umfrage. Das denkt Österreich. Die Meinung der Bürger zur Politik mit der großen Studioanalyse. Jetzt die aktuelle Umfrage. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen zurück bei OE24TV und wir starten heute mit der aktuellen Umfrage. Das Research Affairs Institut führt ja für OE24TV und die Tageszeitung Österreich einmal pro Woche eine große Umfrage durch. Und die aktuelle Umfrage, die dreht sich natürlich um das Thema Corona und die werden wir gleich im Detail analysieren. Und zwar mit Österreichs bekanntesten Politikexperten Thomas Hofer. Grüß Sie. Guten Abend. Herr Hofer, ich würde gleich einmal mit der Sonntagsfrage starten. Da gibt es nämlich Bewegung. Wer profitiert politisch eigentlich von dieser Corona-Krise? Und es ist so, dass die ÖVP sogar zulegen kann gegenüber dem zuletzt starken Wert von 39% auf 40%. Also da steht jetzt erstmal sogar ein Vierer vorne. Die SPÖ kann zulegen auf 18%. Also Pamela Rendi-Wagner dürfte sich da ein bisschen zumindest profilieren können in diesem Bereich. Die Grünen legen zu auf 18% und alle anderen verlieren. Die FPÖ verliert einen Prozentpunkt, ist nur noch bei 11%. Die NEOS verlieren einen Prozentpunkt, sind bei 8%. Und das DAÖ mit Heinz-Christian Strache käme überhaupt nur noch auf 3%. Ist das erwartungsgemäß, dass gerade die drei Parteien zulegen? Ja, absolut. Also jedenfalls die Regierungsparteien, da ist es fast aufgelegt, würde ich sagen. Denn erstens, das muss man sagen, über alle Parteigrenzen hinweg, sie machen es sehr gut in der Bundesregierung, was das Krisenmanagement angeht. Natürlich wird viel davon abhängen, wie kommen wir aus dieser Krise raus. Es ist jetzt noch keine Prognose in dieser Umfrage drinnen, wie die Situation in einem, zwei, drei Monaten ausschaut. Aber bislang hat man das Gefühl und haben offensichtlich die Menschen das Gefühl, dass das mit ruhiger Hand gemacht wird und auch mit Augenmaß. Und das bestätigt auch jede Umfrage. Und insofern ist es eben kein Wunder, dass die ÖVP da nochmal auf einen wirklich sensationellen Wert von 40% zulegt und natürlich auch die Grünen da quasi mit draufgehen. Und wenn Sie sich erinnern, noch vor wenigen Wochen haben wir diskutiert, naja, diese Regierungsstreitigkeiten wegen verschiedenster Themen, von Justiz bis zum Thema Flüchtlinge, wie kann das der Regierung mittelfristig schaden? Das ist natürlich alles weg. Da gibt es wirklich einen sogenannten Freezing-Effekt, dass kein anderes Thema als dieses Thema Nummer 1 derzeit Geltung hat, dass alles andere quasi eingefroren ist und nicht relevant. Und ich glaube, dass wenn das Management so weitergeht, wenn Österreich wirklich auch im internationalen Vergleich da vielleicht halbwegs unbeschadet sowieso nicht, aber halbwegs gut durch die Krise kommt, dass das nachhaltig sein kann. Und wenn man das vergleicht, diesen Wert, die beiden zusammengenommen, 58, mit dem Wert, den sie hatten bei der Wahl am 29. September vergangenes Jahr, da waren wir knapp über 51, dann sieht man einfach, wie das angezogen hat und wie beide derzeit naturgemäß auch davon profitieren. Das ist kein Vorwurf gegenüber der Opposition. Die ist da ein bisschen zum Nichtstun verdammt, eben mit der Ausnahme Pamela Rendi-Wagner. Da ist sie endlich jetzt in ihrem Element. Man hat das auch gesehen bei diversen Medienauftritten. Das ist ein Terrain, ein Thema, wo sie absolut sicher argumentiert, wo sie auch wirklich Expertin ist. War sie auch jahrelang im Gesundheitsministerium die dafür Zuständige. Das hätte sich die SPÖ bei anderen Themen schon davor gewünscht. Also insofern sind alle drei Zuwächse quasi gut zu erklären. Schauen wir uns die Kanzlerfrage an. Da legt der Kanzler massiv zu, 4 Prozentpunkte auf mittlerweile 48%. Der hätte fast schon eine absolute Mehrheit. Das sind fast schon Kreisgewerte, muss man sagen. Pamela Rendi-Wagner kann ganz leicht zulegen, kommt immerhin auf 16%, ist natürlich noch immer ein schwacher Wert, aber zumindest ein kleines Plus. Der Werner Kogler bleibt bei 15%. Norbert Hofer verliert 2 Prozentpunkte, kommt auf 12%. Ebenfalls 2 Prozentpunkte minus gibt es für die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Sie kommt auf 6% und Heinz-Christian Strache käme auf 13%. Die 48% von Sebastian Kurz, sind das Ihrer Meinung nach jetzt schon die Decke oder geht da noch immer mehr? Ich glaube, dass es eine derartige Ausnahmesituation derzeit ist, dass ich da jetzt niemals das Wort niemals in den Mund nehmen würde. Da geht natürlich vielleicht noch zusätzlich was, auch wenn das jetzt nicht heißt, dass Luft nach oben da ist im Sinne dessen, dass er es jetzt nicht gut genug machen würde. Nein, ich glaube, wenn Österreich, und das lebt wirklich, das wissen wir noch nicht, ja, wie laufen die nächsten Wochen, wie dramatisch wird die Situation in Österreich, wie dramatisch wird die Situation in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern. Denn die Menschen sehen jetzt natürlich diese dramatischen Bilder teilweise aus Italien. Wir wissen noch nicht, wie sich das in England, in den USA, in Schweden etc. entwickelt. Das kann natürlich weiterhin noch heftige Auswirkungen haben. Und wenn Österreich da vergleichsweise
sozusagen gut durchkommt oder halbwegs durchkommt, dann können diese Werte auch noch weiter steigen. Aber es ist jetzt schon so, dass das natürlich, also Gefälle ist ein Hilfsausdruck dafür, nicht? Also das ist jetzt der dreifache Wert vom Zweitgereihten oder von der Zweitgereihten in dem Fall, und das ist schon bemerkenswert. Ja, also wie Sie es gesagt haben, das sind wirklich Welten dazwischen. Es ist logisch, das wird alles überstrahlt. Die Kanzlerfrage an sich ist natürlich nicht zu verwechseln mit der Parteipräferenz, aber das ist einzementiert mittlerweile. Da müsste schon wirklich einiges schief gehen und müsste es wirklich wirtschaftlich einen Totalabsturz geben, sodass im Herbst sich da jetzt an dieser Vormachtstellung des Sebastian Kurz groß was ändern könnte. Und ich glaube, dass er jedenfalls da früh genug gegensteuern würde. Jetzt wissen wir alle nicht, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, aber das ist eine Situation, die aus Sicht des Kanzleramts kaum mehr verbessert werden kann. Aber wie gesagt, ich schließe das nicht aus, dass, wenn sich eben diese Situation in anderen Ländern noch verschärft, dass das noch einmal nach oben geht. Mhm. Wir haben dann auch abgefragt die Zufriedenheit mit der Regierung. Da lag die Regierung zuletzt bei knapp über 60%, ist jetzt hochgeschossen auf 77%. Die sagen, sie sind entweder sehr zufrieden oder eher zufrieden. 30% sagen sehr zufrieden, 47% sagen eher zufrieden. Ich glaube, seit wahrscheinlich der Kreisky-Alleinregierung gab es keine Regierung, die so einen Wert hatte, ja, in Österreich. Also es ist damals natürlich nicht so intensiv abgefragt worden, aber Sie haben vollkommen recht. Das ist, weil wir immer da sitzen, nicht sozusagen sieben Wochenabstand, und sagen, okay, was ist jetzt da signifikant und was nicht? Und wir diskutieren oft einmal über plus 1, 2 Prozentpunkte, und das ist natürlich alles in der Schwankungsbreite. Das ist deutlich außerhalb der Schwankungsbreite. Das heißt, das ist signifikant mehr. Es ist auch logisch, es ist mit einem Wort zu erklären, nämlich mit dem Krisenmanagement, das wirklich sehr gut läuft aus Sicht der Bundesregierung. In den Ländern schaut es dann teilweise anders aus, Stichwort Tirol. Wäre vielleicht auch einmal wert, da mal Tirol abzufragen, aber das ist natürlich ein sensationeller Wert. Die Frage ist die entscheidende, wenn die Krise denn hoffentlich bald mal beendet und überwunden ist, wie und die Tagespolitik wieder zurückkommt, nicht? Denn alle Oppositionsparteien haben derzeit natürlich auch eine angezogene Handbremse. Ja? Also die FPÖ oder selbst die FPÖ traut sich derzeit auch nicht wirklich frontal die Regierung zu attackieren. Wenn das mal ausgestanden ist, das Schlimmste, dann wird sich das natürlich wieder ändern. Und dann ist die Frage, wie sehr pendelt sich das dann wieder auf ein Normalmaß ein? Aber die Regierung hat jedenfalls die Chance, da wirklich auch wenn das kein Vorwurf ist, davon zu profitieren, was ihr eigenes Image angeht. Jetzt gibt es zwei Regierungsmitglieder, die derzeit am meisten profitieren. Wir haben nämlich auch die einzelnen Regierungsmitglieder abgefragt, und zwar, wie bewerten Sie die Minister eben in dieser Corona-Krise? Der erste ist eben der Gesundheitsminister. Wie wird der in dieser Corona-Krise bewertet? Und da sagen 49%, er macht eine sehr gute Figur, 35%, er macht eine eher gute Figur, wenn wir das zusammensehen, 84%, also wirklich, muss man sagen, ein toller Wert für den Gesundheitsminister, der ja davor, vor dieser Corona-Krise, muss man sagen, irgendwo im Niemandsland dahingetümpelt ist. Ja, Niemandsland, er hat schon davor ein paar ganz gute Auftritte gehabt. Wir haben es an dieser Stelle auch analysiert. Ich fand, er hat seit Regierungsantritt seine Sache an sich sehr gut gemacht. Das war nicht für alle Regierungsmitglieder wirklich kennzeichnend, würde ich meinen. Aber das ist jetzt natürlich für einen, der aus einer vergleichsweise kleinen Partei kommt, wie es die Grünen noch immer sind, ja, mit ihren 13,8, ein Sensationswert. Also 84% Zustimmung für den Grünen. Also da müssen wir, also eigentlich brauchen wir nicht in den Annalen zurückgeben, denn das hat es noch nie gegeben, schlicht und ergreifend. Ja. Es ist natürlich seiner ruhigen Art, seinem beruhigenden Auftreten geschuldet. Und selbst wenn es da im Hintergrund, und die gibt es natürlich, Unstimmigkeiten gibt, und wenn es da vielleicht die eine oder andere Abstimmungsschwierigkeit gibt, alles das gibt selbstverständlich, das ist auch logisch, das ist auch verständlich. Er lässt das nicht nach außen aufschlagen, sondern hat von seiner Art und Weise einfach das richtige Naturell für gerade diese Krisensituation. Mhm. Sensationell sind noch die Werte des Bundeskanzlers. Da sagen sogar 89%, dass der Kanzler Sebastian Kurz eine gute Figur macht in dieser Krise, beziehungsweise 64% sagen sogar, er macht eine sehr gute Figur, 25%, er macht eine eher gute Figur, 89%, das ist, sind 9 von 10 de facto, das ist fast ganz Österreich. Ja. Der Kanzler macht alles richtig, Ihrer Meinung nach? Ja, ich kann es nicht anders sagen. Sie wissen, ich bin an sich ein kritischer Geist, ich finde schon immer wieder ein Haar in der Suppe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von ganz winzigen Unebenheiten, die aber jedem passieren in so einer Situation, abgesehen, macht die Regierung insgesamt einen guten Job. Er macht einen wirklich sehr, sehr guten, und das ist
also wirklich 90% knapp, ja, ist schon insofern phänomenal, denn natürlich ist er einer gewesen, der auch zum Beispiel 19 und schon davor, was jetzt die einzelnen Parteigänger angeht, polarisiert. Sehr polarisiert hat natürlich. Ja. Also jetzt waren seine Sympathiewerte immer schon gut im Vergleich und sensationell im Vergleich mit anderen Parteichefs, aber natürlich hat er mit gewissen Entscheidungen sich jetzt gerade keine Freunde bei der FPÖ-Anhängerschaft, bei der Hardcore-Anhängerschaft oder bei der SPÖ gemacht. Und insofern ist das natürlich, ja, ist er da wirklich entschwebt. Ja. Auch ein guter Wert, aber deutlich muss man sagen, unter den Werten von Kanzler und Gesundheitsminister ist der Vizekanzler Werner Kogler. 71% sagen, er macht eine sehr gute oder gute Figur, aber nur 29% sagen, er macht eine sehr gute Figur. Jetzt ist überhaupt auffallend, dass der Vizekanzler sehr wenig auftritt eigentlich, verglichen mit dem Kanzler, dem Gesundheitsminister und auch dem Innenminister. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Nimmt er sich selber bewusst raus? Wird er da teilweise nicht reingelassen in diesen Kreis? Also hinter die Kulissen kann ich jetzt auch nicht wirklich blicken, aber es ist natürlich schon so, dass er jetzt, was jetzt die Zuschreibung des Portfolios angeht, natürlich tatsächlich auch nicht wirklich zuständig ist. Natürlich hätte er sich wohl rein reklamieren können und man hätte das quasi im Viererteam machen können. Aber weil ein HC Strache, kann ich mir vorstellen, wäre früher wahrscheinlich immer vor der Kamera gestanden. Möglicherweise, stellen wir uns mal das Trio vor, Sebastian Kurz, Beate Hattinger und Herbert Kickl, nicht? Das wäre durchaus auch, was jetzt einschneidende Maßnahmen angeht und die Einschränkung auch persönlicher Freiheiten, die wir alle zähneknirschend, aber doch zwischenzeitlich jetzt einmal in Kauf nehmen oder ertragen und über uns ergehen lassen, das wäre natürlich eine deutlich schwierigere Geschichte gewesen, noch unter Türkis-Blau. Da wäre es durchaus auch ideologisch aufgeblasen gewesen oder aufgezäumt gewesen. Kogler, ich finde die Werte trotzdem sehr, sehr gut. Also das sind jetzt keine schlechten Werte, aber natürlich, man merkt, er steht nicht ganz vorne. Ja, er ist immer wieder dabei, auch heute bei dieser Präsentation, was jetzt die wirtschaftlichen Hilfspakete angeht, mal für EPUs und Unternehmen. Aber er ist nicht der Erste an der Front. Er steht da einfach hinter Anschober zurück. Ich glaube, er wird es aushalten. Es sind trotzdem sehr, sehr gute Werte, aber man merkt eben, er ist jetzt nicht einer der drei, die da ganz vorne stehen und die quasi fast ihr tägliches Briefing in Richtung der Österreicherinnen und Österreicher abliefern. Und das muss man ja schon sagen. Nicht alles schaut drauf, alles lässt sich da wirklich quasi im Wohnzimmer frei Haus liefern. Nicht? Die drei Herren in dem Fall sind immer präsent. Und das schlägt sich natürlich in den Sympathiewerten nieder. Den dritten haben Sie gerade angesprochen, das ist der Innenminister Karl Nehammer, liegt bei einem Wert von 78%. Die sagen, er macht eine sehr gute bzw. eher gute Figur. Jetzt muss man sagen, Innenminister bisher waren nicht unbedingt die Lieblinge der Nation. Die hatten eigentlich eher immer ein bisschen schlechtere Sympathiewerte. Das dreht sich jetzt in dieser jetzigen Situation. Woran liegt das? Ja, es war im Übrigen, ganz kurzer historischer Rekurs, es war nicht immer so. Also es gab durchaus Innenminister, damals noch ein Karl Schlögl, die hatten schon ganz gute Sympathiewerte auch. Aber Sie haben es richtig gesagt, in den letzten Jahren war das durchaus auch ein Job, wo man eben sehr polarisierend auch war teilweise und wo die Sympathiewerte dann eben nicht mehr durch die Decke gegangen sind. Also ob das jetzt die Maria Fechter mit den rehbraunen Augen war oder dann natürlich ein Herbert Kickl, das war dann schon eine schwierige Geschichte. Er macht das aus meiner Sicht auch ganz gut. Er hatte vielleicht am Anfang nicht so tolle Werte am Beginn der Regierungsphase, aber er hat jetzt, und er streut da immer wieder auch persönliche Geschichten ein, seine Familie, wie ihm das hart tut, wann dann irgendwie im Familienkreis ein 80. Geburtstag gefeiert werden soll, etc. Also er macht das auch relativ lebensnah und insofern sind diese auch gerade für einen Innenminister sehr, sehr guten Werte auch erklärbar. Also das muss man einfach sagen, es machen alle Krisenkommunikatoren auf Bundesebene da einen wirklich sehr, sehr guten Job und ich nehme da jetzt die Opposition mit rein. Warum? Weil wenn man da jetzt natürlich eine Brachialattacke nach der anderen reiten würde, dann würde das auch nicht gut ankommen. Oder wenn es wirklich massiv zutage tretende Auffassungsunterschiede zwischen Bund und Ländern zum Beispiel gäbe. Also wenn es da einen Streit gäbe, das käme ganz falsch an und insofern profitieren zwar vor allem die Regierungsmitglieder, aber ich würde jetzt auch die Opposition großteils mitnehmen beim Lob und sagen, es ist einfach das Verhalten der Verantwortungsträger der Politischen in Österreich grundsätzlich mehr als nur in Ordnung. Und das sehe ich jetzt, ich versuche ein bisschen das Positive auch herauszukitzeln aus der jetzigen Situation, gemessen daran, dass wir für einen Vertrauensverlust hatten im vergangenen Jahr, wir haben das stundenweise diskutiert beim Thema Ibiza und Spenden, Spesenaffäre etc.,
Da ist viel verloren gegangen. Ich glaube, dass das jetzt auch eine Chance ist, da dieses Vertrauen zumindest teilweise zurückzugewinnen. Mhm. Als nächstes ist noch der Bundespräsident. Wie bewerten Sie den Bundespräsident, war die Frage. 70% addiert sagen, er macht eine sehr gute bzw. eine gute Figur. Ist natürlich auch ein guter Wert, 2/3. Aber es ist deutlich weniger als die Werte der vorangegangenen Regierungsmitglieder. Auch da ist auffällig, dass der Bundespräsident hier sehr bedacht ist, sich sehr zurückhält, eigentlich bisher nur einmal eine TV-Ansprache gehalten hat. Wie bewerten Sie das? Ja, es ist die Rolle, seine Rolle ist jetzt eine andere als, ich bleibe jetzt beim Thema Ibiza und die Folgen, ist eine andere als vor einem Jahr. Ja, oder knapp einem Jahr. Denn da war natürlich eher auch aufgrund eben der Misstrauensanträge gegen die damalige Regierung oder die Regierungsmitglieder und den Kanzler, da war er damals anders gefordert als jetzt. Er ist jetzt nicht der Playing Captain. Er hat einen Auftritt gehabt, wie gesagt, wo er seine Gesten in Richtung Namaste etc. Abgeliefert hat. Und das war durchaus auch stilbildend, schon klar. Aber er ist einfach jetzt nicht im Fahrersitz. Ja, das sind die Regierungsmitglieder zu Recht. Und insofern sind das sehr gute Werte. Aber er tut das Richtige, auch wenn er sich da jetzt nicht zu sehr ins Scheinwerferlicht drängt. Denn da ist schon mal die Regierung. Mhm. Und zuletzt haben wir noch die SPÖ-Chefin abgefragt, Pamela Rendi-Wagner. Sie haben sie vorher schon angesprochen. Eigentlich ist das genau ihr Thema. Ja. Sie wirkt da auch sehr professionell in ihren Auftritten. Wird immerhin von 50% positiv bewertet, aber kann man so oder so sehen, halb voll, halb leer, eben auch nur 50%. Ja, ich würde es jetzt aber aus Ihrer Sicht und aus Sicht der SPÖ auch wirklich halb voll sehen, das Glas. Denn 50% für eine politische Persönlichkeit, die in den Monaten davor schwer unter Druck war, die wirklich, und Sie erinnern sich an die Zahlen, wie viele Leute gesagt haben, die soll endlich gehen, unter Anführungszeichen, endlich mit unter Anführungszeichen, denn sie war ja noch nicht lange dabei, also das sind jetzt dramatisch bessere Werte. Sie hätte natürlich, und das ist aber jetzt, sozusagen soll nicht zynisch rüberkommen, aber sie hätte natürlich deutlich mehr profitieren können, hätte die Regierung, das, Sie merken schon, sehr viel Konjunktiv drinnen, hätte die Regierung nicht einen so guten Job gemacht. Mhm. Wäre da offensichtlich geworden, dass Kurz oder Anschober oder wer auch immer da echte Schwächen zeigt, überfordert ist mit der Situation, dann hätte sie mit ihrer Fachkompetenz natürlich stärker punkten können. Aber nochmal, es ist keinerlei Versäumnis von ihrer Seite. Ich finde, sie hat den Ball flach gehalten. Jetzt gab es zwar den Konflikt mit Anschober, was jetzt die Testungen angeht. Man versucht da leicht reinzukommen und ihre Kompetenz nochmal in den Vordergrund zu spielen. Aber man übertreibt es nicht aus Sicht der SPÖ. Aber was man hier schon lassen muss, ist, dass viele Themen, die die Regierung umgesetzt hat, sie immer schon ein paar Tage früher angesprochen hat. Absolut. Sie hat zum Beispiel vor über einer Woche oder zwei Wochen sind es mittlerweile gesagt, dass man Veranstaltungen verbieten muss. Am Tag darauf wurde es dann beschlossen, sie ist mit den Schnelltests eigentlich die erste gewesen, mit den Tests, die gesagt hat, es braucht flächendeckende Tests. Sehen Sie das, dass sie da wirklich auch ein bisschen Agenda-Setting derzeit betreibt? Absolut, ja. Und es ist ja auch wirklich, und das sieht man eben auch in den Auftritten, nicht? Also es gab da ein Interview, in dem Fall glaube ich in der ZIB2, wo sie wirklich in die Kamera geschaut hat, ja, 2 Minuten was erklärt hat, ohne irgendeine Unterbrechung, ohne irgendeinen Hakler. Mhm. Ganz untypisch, wenn Sie sich daran erinnern, welche Interviews sie auch schon gegeben hat zu anderen Themen, da merkt man, das ist ein Heimspiel für sie. Sie kennt sich da wirklich aus, sie ist eine Top-Expertin auf dem Gebiet, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Natürlich ist sie jetzt fachlich allen anderen logischerweise auch überlegen, weil sie das ihr halbes Berufsleben lang gemacht hat. Also klar gibt es da einen Wissensvorsprung und den sieht man, den merkt man auch. Aber es ist eben nicht so, und das ist wiederum jetzt ein Verdienst der Regierung, dass das jetzt ein Gefälle wäre in dem Sinn, dass man sagt, naja, jetzt wäre gescheiter, wir hätten die an der Regierungsspitze. Mhm. So weit geht es eben nicht. Und das ist jetzt sozusagen für Sie, also für Rendi-Wagner, auch wenn sie sicherlich auch der Meinung ist, dass es gut ist, eine Regierung zu haben, die jetzt richtige Entscheidungen trifft. Stellen Sie sich vor, es würde die österreichische Regierung so agieren wie jene in Schweden oder in Großbritannien, dann, glaube ich, gäbe es einen stärkeren Konflikt und eine stärkere Auseinandersetzung auf der innenpolitischen Bühne. Und das ist eben nicht so. Und das ist gut so, glaube ich, insgesamt, dass eben dieser Konflikt nicht da ist. Was die Werte angeht, wie gesagt, die, glaube ich, wären höher, wäre da eben ein politischer Dissens mit der Regierung. Dann die nächsten zwei Fragen müssten wir uns fast zusammen anschauen. Die erste Frage war, haben Sie Angst, dass Sie sich persönlich mit dem Coronavirus infizieren? Da sagen unter Anführungszeichen nur 37%, also ein Drittel ja, aber 63%, doch eine deutliche Mehrheit, sagt nein, sie hat eigentlich keine Angst. Und vielleicht kann uns die Regie auch gleich die
nächste Frage einspielen, nämlich haben Sie Angst, dass ein naher Verwandter von Ihnen an Covid-19 erkrankt? Und da sagen genau umgekehrt 65%, also 2/3 ja, 35% nein. Das heißt anscheinend, die Sorge der Österreicher ist viel größer, dass jemand in ihrem Umfeld erkrankt, als dass sie selbst erkranken. Ist eigentlich ein bisschen untypisch, weil normalerweise sagt man immer, die Menschen sind sich selbst am nächsten, oder? Ja, einerseits kann man sagen, schön, dass es den Altruismus doch gibt. Ja. Und natürlich das Zweite ist deswegen auch erklärt, dass natürlich die Kommunikation, dass es spezielle Risikogruppen gibt, also in Richtung Vorerkrankungen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schwerere etc., beziehungsweise ältere Menschen betrifft, ist da natürlich schon auch mit drinnen. Das heißt, die Menschen sorgen sich um ihre Eltern, Großeltern, wie auch immer, und sehen sich selber, wenn sie eben zu den jüngeren Kohorten gehören oder zu den mittelalterlichen, unter Anführungszeichen, nicht so gefährdet persönlich. Das mag vielleicht ein Druckschluss sein, nicht? Das wird auch jetzt immer wieder in der Kommunikation betont, dass es auch Jüngere treffen kann mit schwereren Fällen, aber das ist sicherlich auch ein gewisses Abbild davon, dass man sagt, es sind eben jetzt die Oma und der Opa oder die Eltern eher gefährdet als man selbst. Wir haben dann noch eine Frage zu diesem Themenkomplex, und zwar, was bereitet Ihnen in der momentanen Situation am meisten Sorgen? Da sagen 59%, also die Mehrheit eben, dass ich einen lieben Menschen verliere, 57%, war Mehrfachnennung möglich, sagen, dass die Wirtschaft großen Schaden nimmt, also das dürften wirklich die zwei großen Sorgen derzeit der Österreicher sein. Dann immerhin 34%, dass ein totaler Ausnahmezustand und ein komplettes Ausgangsverbot verhängt wird, 25% eben, dass sie selbst erkranken, 29%, dass die Versorgung zusammenbricht und 15%, dass sie den Arbeitsplatz verlieren. Aber es dürfte derzeit zwei große Themen geben anscheinend in der Bevölkerung. Einerseits, ich verliere jemanden, der mir wichtig ist, der an dem erkranken könnte, und dass eben unsere Wirtschaft ganz großen Schaden nimmt. Und da sieht man schon, und auch da ist, glaube ich, die Einschätzung wirklich sehr, sehr gut der Bevölkerung oder der Befragten jetzt in dem Fall, dass man wirklich sieht, dass das auch eine Balance ist, die für die Regierung ganz zentral wird in den kommenden Wochen. Jetzt werden wir in ein, zwei Wochen wahrscheinlich den Peak erleben und ich hoffe, dass es dann nach unten geht deutlich, gar keine Frage, wünschen wir uns alle. Und dann wird natürlich, je weiter das runtergeht, hoffentlich, desto eher wird natürlich dann das Thema Wirtschaft dominieren. Die Menschen, glaube ich, haben ein sehr gutes Gespür dafür, nicht nur, wenn sie selber betroffen sind, es sind derzeit sehr, sehr viele davon betroffen, was jetzt Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit etc. angeht, Einnahmen, Ausfälle angeht, da gibt es eine persönliche und direkte Betroffenheit, aber natürlich das Gefühl, auch selbst wenn man in einem sicheren Bereich ist oder noch sicheren Bereich ist, dass man sagt, naja, Moment, da müssen wir aufpassen auf die Wirtschaft. Und das wird der Balanceakt sein für die Regierung, das heißt, es wird nicht einfacher für die Entscheidungsträger, da wirklich eine gute Kommunikation zu finden, die Systeme so weit wieder hochzufahren und langsam wieder hochzufahren, dass man das eben wirklich irgendwie abfangen kann. Es wird eine massive Delle geben, eh klar, ja, was denn sonst, aber es darf eben nicht zum Totalschaden kommen, und das, glaube ich, wird eben die Herausforderung in den nächsten Wochen. Und das zeigt schon die Umfrage, dass sich die Menschen dessen sehr, sehr wohl bewusst sind, dass es da jetzt ein Fingerspitzengefühl braucht, wenn es denn dann, wie gesagt, in Richtung Hochfahren der Systeme wieder geht. Das muss es, eher früher als später, aber natürlich immer nur in Abstimmung mit den Fallzahlen, wie sich die entwickeln. Also es ist keine einfache Geschichte, das sind quasi täglich wirklich ganz schwerwiegende Entscheidungen, die man da auf Regierungsebene zu fällen hat. Dann haben wir gefragt, welche Maßnahmen beeinträchtigen Ihr Alltagsleben am stärksten? 30% sagen, das Verbot, mich mit Freunden zu treffen. Das ist mit Abstand sozusagen das, was am häufigsten genannt wird. Dann sagen 12% die Schließung von Schulen und Kindergärten. Interessanterweise nur 11% Schließung von Geschäften. Überhaupt nur 7% sagen Schließung von Restaurants und Lokalen. Das heißt, das dürfte die Österreicher gar nicht so sehr stören, wie man vielleicht gedacht hat oder vermutet wurde. Das, was die meisten stört, sind wirklich, dass die sozialen Kontakte eingeschränkt werden. Ja, das ist doch eine schöne Nachricht. Nicht? Also insgesamt hätte ich mir auch bei den Plätzen dann mehr Prozent gedacht, dass das ein Punkt war. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Frage wirklich so war, da wären es wahrscheinlich keine Mehrfachnennungen möglich, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten hätte ich mir schon gedacht, dass da vielleicht mehr kommt. Aber es ist völlig logisch, nicht? Das geht einem ab. Wir sind nun mal wirklich soziale Wesen und das ist ja auch gut, dass das so ist. Also überrascht mich null. Mich hätte die Schulgeschichte etwas, hat mich überrascht, dass es so niedrig ist. Hätte ich mir gedacht, dass es ein wenig mehr ist. Und bei den Geschäften, ja, da wird ja jeder sagen, na gut, jetzt sind es einmal 1,5 Wochen, nicht? Weil so lang ist es ja noch nicht, vielleicht wird das noch mehr.
Aber es ist klar, dass das natürlich dann schon wehtut. Nächste Frage war, sollte jeder Österreicher 1.000 Euro Überbrückungsprämie für die Corona-Krise erhalten, nach dem Vorbild, wie es Donald Trump in Amerika macht? Da sagen auch nur 41% ja, 59% nein. Anscheinend sind die Österreicher da durchaus, wie sagt man, budgetdiszipliniert und wissen, dass sich das momentan nicht ausgeht. Unglaublich pragmatisch, ja, und jetzt nicht, und das ist schon das zweite, der zweite Gegenbeweis zum viel zitierten Egoismus, sage ich mal. Ich glaube, dass da einfach auch wirklich das Verständnis da ist, dass man sagt, okay, was hilft das jetzt? Ja? Ist das jetzt ein Tropfen auf den Eisenstein oder sollte man nicht versuchen, die Unternehmen drüber zu kriegen und natürlich auch die Arbeitnehmer mit diesen Kurzarbeitsmodellen, die natürlich deutlich besser sind, als würde man jetzt da wirklich alle in Arbeitslosigkeit schicken, nicht? Mhm. Auch was die Ersatzraten angeht, nicht? Sind deutlich höher, als dass das Arbeitslosengeld wäre. Und insofern, glaube ich, hat man mitbekommen, was da alles gemacht wird, wie viel Geld, nämlich diese 38 Milliarden, ja. Ein Beitrag, ein Betrag, der für niemanden wirklich fassbar ist, das, glaube ich, kommt schon an und deswegen wird man nicht auch noch diese Forderung dann groß unterstützen. Immerhin sind es 41%, aber die Mehrheit eben sagt, das wäre nicht nötig. Mhm. Und letzte Frage zur Corona-Krise ist noch, glauben Sie, dass die Welt nach Corona wieder so sein wird wie zuvor? 35% sagen, ja, sie wird so sein wie zuvor, es ändert sich de facto nichts. 39%, also die meisten, sagen, sie wird besser sein als zuvor. 26% sagen, sie wird schlechter sein als zuvor. Also die Österreicher dürften durchaus eine Art von, sag ich mal, Grundoptimismus derzeit auch haben. Ja, Sie formulieren das sehr zurückgelehnt, ich finde auch. Ja, also es ist ein sensationeller Wert eigentlich. Angesichts dessen, dass es jetzt wirklich apokalyptische Bilder teilweise gibt, nicht von Krankenhäusern aus Italien, Spanien, was weiß ich, wirklich furchtbare Geschichten, die da auf uns einprasseln. Der Peak steht uns erst bevor, nicht? Wir sind da eben 14 Tage hinter Italien nach, haben es hoffentlich oder mit ziemlicher Sicherheit vorher erwischt, aber dennoch, das ist wirklich ein echt gerütteltes Maß Optimismus, das mich schon beeindruckt und wohl auch geschuldet dessen, dass man sagt, okay, vielleicht lernen wir alle was draus, was das eigene Verhalten angeht, was alles notwendig ist in Richtung Umwelt etc. Also ich glaube schon, dass es da verschiedene Gründe geben wird, warum dieser mittlere Balken da so hoch rauf geht. Aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, was auch durchaus die Regierenden wieder was sicherer machen kann oder noch sicherer machen kann in ihrer Kommunikation. Dass jetzt nicht die Stimmung irgendwo im Keller ist, dass nicht 80%, sondern um Gottes Willen, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Das haben wir auch schon erlebt, gerade in der Bundeshauptstadt, diese Einstellung. Ist eigentlich nicht so. Jetzt darf man die 26% nicht vergessen, aber die überraschen mich eigentlich null aufgrund eben der aktuellen Nachrichtenlage und den Ängsten, die selbstverständlich in dieser Situation auch da sind. Und ganz zum Schluss schauen wir uns noch das Politbarometer an, das diesmal wirklich sensationell ist, weil es da einige, muss man sagen, rasante Anstiege gibt. Der Bundeskanzler führt das Politbarometer, muss man sagen, ja seit Jahren an, allerdings mittlerweile gar nicht mehr so alleine wie noch vor ein paar Wochen. Trotzdem 59%, noch einmal 14 Prozentpunkte zugelegt, aber dahinter dann der Shootingstar der Gesundheitsminister, 49% und plus 34% gegenüber der letzten Umfrage, überholt damit sogar den Bundespräsidenten, der auch 7 Prozentpunkte zulegt, muss man sagen. Und fast gleich auf mit dem Bundespräsidenten ist schon der Innenminister Karl Nehammer. Also die drei, über die wir vorher gesprochen haben, Kanzler, Gesundheitsminister und Innenminister, rasen da auch im Politbarometer hinauf. Dass die zulegen, war eh klar, aber dass die so massiv zulegen, haben Sie sich das gedacht? Das, also in dieser Dimension ist das, also 34% ist unglaublich, ja, nicht? 32 also das, der Innenminister. Das ist, also, gab's, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das je hatten. Ich auch nicht, ja. Ich kann mich allerdings auch an eine solche Situation im Land nicht erinnern, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich da über 200% plus zu machen, das ist phänomenal. Es ist, wie gesagt, alles erklärbar. Das ist eben das Krisentrio im Sinne dessen, dass das eben die Krisenmanager sind. Und insofern ist es erklärbar, auf jeden Fall. Aber die Dimension ist schon gewaltig. Ja. Es ist sehr konkurrent mit den Ergebnissen, die wir am Beginn der Sendung besprochen haben, was jetzt insgesamt auch das Zutrauen in die Regierung angeht, aber es sind Fabelwerte. Ja. Mhm. Das wird sich schon, wie gesagt, wenn die Krise einmal hoffentlich bald erledigt oder halbwegs überstanden ist, sicherlich wieder einpendeln auf ein Normalmaß, aber es ist durchaus auch etwas, und das, ich will jetzt nicht vom nächsten Wahlkampf reden, der ist hoffentlich weit weg, ja. In Wien ist er
bald da, aber im Punkt ist er weit weg, natürlich auch etwas, worauf man aufbauen kann. Mhm. Also so ist es nicht und das ist schon so, dass sich Parteistrategen natürlich auch in diesen Zeiten überlegen, okay, welche Marken habe ich da aufgebaut, mhm. Wie kann zum Beispiel ein Rudi Anschober auch eine zentrale Rolle spielen, dann, wenn es einmal hoffentlich nicht mehr um Corona geht, aber natürlich diesen Fabelwert, dass er den hält, das wäre schon eine Überraschung. Es ist jetzt diesem tollen Krisenmanagement geschuldet, klar, aber es ist sicherlich etwas, was man als Politiker gerne nimmt, auch wenn es jetzt nichts ist, was man sich gewünscht hat von der Situation her. Aber die Bewältigung, wie gesagt, ist bisher wirklich tadellos, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und das ist der Lohn dieser Arbeit. Mhm. Vielleicht abschließend noch ganz kurz, es sind alle Regierungsmitglieder im Plus, das ist auch eine Premiere für diese türkis-grüne Regierung. Mhm. Die Europaministerin immerhin noch bei 0% als Letzte. Und dann im Minus bleiben noch die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, kann allerdings 5 Prozentpunkte zulegen, und der FPÖ-Chef Norbert Hofer und HC Strache als Schlusslicht. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass Pamela Rendi-Wagner unter Anführungszeichen nur 5 Prozentpunkte zulegt, während da vorne die über 30 Prozentpunkte zulegen. Gestehe ich, überrascht mich jetzt auch. Also wenn alles so dramatisch raufgeht und auch Ihre Werte von vorhin, nicht? Sie haben es vorher die Balken hergezeigt, dass sie da eben auch auf den 50% Zustimmung war, dass sie einen guten Kurs fährt. Wundert mich jetzt auch, vielleicht ist das ein gewisser Nachziehereffekt. Und ja, vielleicht sagen die Leute, gut, ich muss trotzdem das gesamte politische Portfolio in Betracht ziehen, aber das ist tatsächlich ein Wert, der mich auch ein wenig überrascht. Mhm. Herr Hofer, vielen Dank für die Einschätzung und die ausführliche Analyse. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann bleibt es spannend, denn als Nächstes ist uns gleich der Gesundheitsminister Rudi Anschober via Skype zugeschaltet und ihn frage ich natürlich, wie beurteilt er die Maßnahmen? Bis morgen hat sich die Regierung ja Zeit gegeben, um hier eine erste Bilanz zu ziehen. Kann er uns schon verraten, wie lange diese Maßnahmen jetzt dauern werden? Und ein Thema, das seit gestern ganz, ganz viele Menschen beschäftigt ist, es dürfte deutlich mehr Intensivpatienten geben. Reicht die Zahl der Intensivbetten in Österreich? Reicht die Zahl der Beatmungsgeräte, die wir haben, oder müssen wir hier aufstocken? All das werden wir ihn gleich fragen. Nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich zurück und dann ist der Gesundheitsminister Rudi Anschober hier.